was ist für die Jugend los, was ist für Familien los auch, wo kann man sich irgendwo treffen, wo kann man was zusammen machen. Und deshalb entstand die Idee von dem offenen Kinder- und Jugendtreff. Und ich denke, das ist auch eine coole Sache. Von klein bis mittelgroß bis groß hat halt eigentlich jeder so ein bisschen irgendwas zu tun hier, kann was basteln, backen, gibt verschiedene Ausflüge etc. Und von da gesehen ist eigentlich für jeden was da, dass auch das Dorf belebt wird. Besonders viel Freude bereitet es mir, wenn ich einfach sehe, dass ich dazu beitragen kann, den Kindern einen tollen Nachmittag, ein paar tolle Stunden zu geben, sie begleiten darf, da auch ein Stück auf ihrem Lebensweg einfach begleiten kann. Wir gehen auf Ideen ein, auf Wünsche, auf Probleme. Wir unterstützen die Kinder, wo wir können und wollen einfach auch das Beste für die Kinder und einfach ihnen auch eine schöne Zeit bei uns im SV Triebel schaffen. Es ist einfach super wichtig, dass sich weiterhin Menschen engagieren dafür, dass dieser Kinder- und Jugendtreff einfach erhalten bleibt und die Kinder sich weiterhin neu ausprobieren können, sich erfinden können und auch neue Freundschaften knüpfen können. Für die Zukunft wäre es natürlich spitze, wenn wir weiterhin für den Erwachsenenbereich erfolgreich Fußball spielen, dass die Trainer und Eltern engagiert dabei bleiben, die Kinder natürlich immer wieder Spaß haben und dass halt auch das Vereinsleben einfach am Leben gehalten wird, sozusagen.